vor die Alpen übers Land und der Max steht in seinem Wald, Fichtennadeln in der Hand. Uli Barmer ist ein Karl, ein Traum zu viel zu sein. Ja, zwischen Bulle und Bär hat der Mensch einen harten Stand. Jahrzehnt um Jahrzehnt hat der Staat propagiert, dass er Vielfalt im Wald gerade die Wirtschaft blockiert. Als hat sein Opa damals pflanzt, überall die gleichen Bäume, dass seine Enkelkinder besser haben, das war sein größter Traum. Und heute recht die Scheiße, die es damals verzählt haben. Und die alten Dinolin, die wissen, dass sie sich verweilt haben. Heute überschluckt sich Merkel mit Waldschutzmaßnahmen. Monsanto hat Rechte an Früchten und Samen. Alle Arten sterben aus, vom Berg bis zum Tal. Und die Regierung, die buckt sich fürs Großkapital. Aber die Monotonie von 3 Millionen Fichten kann er pflegt mit 3 Buchern dann auch nicht mehr richten. Ja, die Erden im Bundesverwehr, nur mein Vetter und der Max hängt im Stall an einem Strick mit 2 Meter, weil die einzige Wahl, die am die da umlassen, ist die Wahl zwischen Hänger von Gift und erschossen. Weil wenn's lebst mit dem ehrlichen Herz und Verstand, dann kommst du halt nicht weit in dem unsrigen Land. Die Würde des Menschen sagen sie so unantastbar, aber die Kraft vor einem Mal ist nicht unendlich belastbar. Ja, die Lügenkonstrukte da um, die wären da weit länger und die Solidarität da herum da weit weniger. Und der Mann schaut mit traurigen Augen aus dem Stuhl. Vor einem Jahr war der Bau nur mit 20 Kalbe voll. Der Abschied von den Viecherl hat ihm das Herz überbrochen. Dabei hat das Ministerium ihm doch Hilfe versprochen. Der Fisch denkt vom Kopf her, so weich ist er so gewinn. Und wenn's dir selber nicht hilft, stehst du bald schon im Ring. Das Konto überzogen, die Bank lacht noch aus. Nur die Sorgen werden mehrer Tag ein und Tag aus. Und weil Mahnung für Mahnung im Briefkasten landet, steht der Max seine Familie mit dem Rücken zur Wand. Ihr ganzes Leben haben sie gespart, keinen Cent nicht verbraten. Aber der Staat hat versagt und seine Bürger verraten, weil er nur noch seine Lebensversicherung geben kann. Geht er lieber selber drauf, damit die Familie leben kann. Ja, die Erden im Bundesverwehr, nur mein Vetter und der Max hängt im Stall an einem Strick mit 2 Meter, weil die einzige Wahl, die am die da umlassen, ist die Wahl zwischen Hänger von Gift und erschossen. Weil wenn's lebst mit dem ehrlichen Herz und Verstand, dann kommst du halt nicht weit in dem unsrigen Land. Die Würde des Menschen, sagen sie, ist unantastbar, aber die Kraft vor einem Mal ist nicht unendlich belastbar. Weil wenn's lebst mit dem ehrlichen Herz und Verstand, dann kommst du halt nicht weit in dem unsrigen Land. Die Würde des Menschen, sagen sie, ist unantastbar, aber die Kraft vor einem Mal ist nicht unendlich belastbar.